Tag. Hallo. 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 Wollt ihr das Ganze auf Deutsch oder auf Englisch hören? Englisch. Deutsch. Okay, ich warne euch jetzt vor, wenn ich das Ganze auf Deutsch halte, wird die Hälfte der Begriffe trotzdem Englisch sein. Das ist Englisch. Da kommen wir nicht so drum rum. Okay, dann mache ich das Ganze auf Deutsch. Moin, ich halte jetzt den Vortrag RISC-V. Es geht ein bisschen um User-Level Instruction Set Architecture, Privilege-Level Instruction Set Architecture. Deutsch. Ja. Die verschiedenen Implementationen. Und die Software-Unterstützung, vor allem im Software-Bereich. Weichware. Genau. Kannst du nicht sagen, Benutzerlevel, Befehlssatz? Oh Gott, oh Gott. Ich schreibe gerade schon meinen Praktikumsbericht auf Deutsch und es fühlt sich einfach alles kaputt an, wenn man über Software redet. Kurze Übersicht, ich rede kurz über die Instruction Set Architecture. Ein bisschen Hintergrund kommt auch noch dazu, dann geht es ein bisschen um Shizzle. Shizzle ist eine neue Hardware-Beschreibungssprache, deswegen HDL, Hardware Description Language. Und dann gucken wir uns die Implementationen an oder das zumindest, was Open Source jetzt so verfügbar ist, also was entweder im Bereich der University of Berkeley passiert oder was von den Sci-Fi-Leuten tatsächlich Open Source zur Verfügung gestellt wird. Und zum Schluss geht es um den Linux Software Support, also die Softwareunterstützung in Linux. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Conclusion und Questions, aber das ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Okay, warum zur Hölle? Warum zur Hölle brauchen wir RISC-V? Liegt daran, dass es in allen bisher verfügbaren ISAs, also wir können uns irgendwie Spark angucken, wir können uns x86-64 angucken, wir können uns Alpha angucken, immer irgendwelche Dinge sind, die nicht toll designt sind. Zum Beispiel ist einer der Fälle, dass x86 einfach viel zu wenig Register hat. Und selbst die Erweiterung von x86-64 hat immer noch zu wenig Register, was sich unter anderem darin zeigt, dass es bei Intel einen Hardware-Teil gibt, der explizit dafür zuständig ist, die oberen Stack-Values zu managen, weil immer wieder Werte eigentlich noch in einem Register gebraucht werden würden. Aber es gibt halt kein Register mehr, deswegen fallen die Werte dann leider auf den Stack und müssen da separat gemanagt werden. Wie viel sind denn dann genug? Dazu komme ich später. Dazu komme ich später. ARMv8 zum Beispiel, ARMv8 ist vom Design her sehr schön. ARMv8 hat das Problem, dass es immer noch von der Länge her fixed ist. Alle Instruktionen haben genau die gleiche Länge. Das hat Vorteile, es macht das Decoding einfacher in den meisten Fällen, hat aber auch Nachteile, weil du, wenn du eine variable Instruktionslänge hast, normalerweise mehr Instruktionen in denselben Speicherbereich reinbekommst. Einfach dadurch, dass einige Instruktionen ein bisschen kürzer sein können, als wenn du eine feste Länge hast. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass die Instruction Set Architecture so zum Ende rausgefallen ist. Also ich habe mir irgendwie ein tolles Prozessor-Design überlegt, ich habe da jetzt die tollen Features schon eingebaut und dann ist mein Befehlssatz, den ich mir da ausgedacht habe, ganz, ganz doll an die Spezifikationen gebunden, die ich erstellt habe. Also ganz nah an die Hardware angebunden, die ich eigentlich gebaut habe. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen etwas haben, auf dem man aufbauen kann, wo man frei dann Dinge designen kann, wo man verschiedene Dinge ausprobieren kann, ohne direkt seinen eigenen Befehlssatz erstellen zu müssen. Und noch dazu kommt, dass keine der da oben genannten Befehlssätze in irgendeiner Art frei sind. Also ich kann durchaus anfangen, einen Prozessor für x86 zu designen, ist auch gar kein Problem. Und ich kann da auch Chips mit herstellen, aber irgendwann stehen dann halt die Anwälte von Intel bei mir vor der Tür und sagen, ah, schönen guten Tag. Also wir wollen das nicht, dass Sie hier diesen Befehlssatz verwenden. Also geschehen bei AMD, ne? Ja, genau. Ne? Und dann muss man halt sagen, oh ja, tut uns leid, ja, dann müssen wir ihnen jetzt wohl einen Haufen Geld zahlen oder das ganze Projekt direkt einstampfen. Und genau dasselbe ist auch bei ARM der Fall oder bei Alpha. Oder bei 9 mit 64 Bits. Genau. lief nicht ganz so. AMD hatte ja schon vorher eine x86-Lizenz. Von daher, x86-64 ist ja tatsächlich auf AMDs Mist gewachsen, wie man so schön sagt. Genau. Und die Idee ist, dass man aufgrund von vorherigen, schon offenen Designs wie DLX oder auch OpenRISC aufbaut. Will heißen, es gibt im Education-Bereich, im Universitätsbereich gab es schon Bemühungen, da offene Spezifikationen zu erstellen. Das große Problem war, dass es oft Prozessoren waren, die dann wieder als Implementation fest an den Befehlssatz gebunden waren. Also man war da nicht so frei in den Designentscheidungen, wie man das Ding nachher implementieren kann. Das ist auch einer der Gründe, warum OpenRISC zum Schluss leider nicht so gut lief, wie man sich das erhofft hatte. Und die eigentliche Idee ist jetzt genau diese
dicke Kopplung an die Hardware zu vermeiden und einfach nur eine Spezifikation zur Verfügung zu stellen, die andere Leute implementieren können, aber explizit keine Implementation zu bauen. Und genau das macht RISC-V. So, kann man sagen, was war das Problem bei OpenRISC? Das Problem bei OpenRISC ist, dass dass der Befehlssatz auch wieder relativ nah an die Hardware angebunden ist und dass es sehr schwer war, da inkrementell Änderungen dran zu machen, sodass da die Kopplung ein bisschen weniger wurde, damit man auch andere Designvorgänge oder andere Design-Patterns ausprobieren konnte. So die aktuellen Sachen im RISC-Bereich, also RISC-V-Bereich, also die User-ISA ist die Version 2.2 und die Privileged ISA ist Version 1.10, beide vom Mai letzten Jahres. Seitdem hat sich da nichts getan. Mittlerweile ist man mit den Spezifikationen ganz zufrieden. Das Ganze hat angefangen in 2010. Der Andrew Waterman hat damals seine Masterarbeit darüber geschrieben und hat die User-ISA quasi als seine Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Dann haben sie angefangen, auf der Basis der User-Level-ISA den ersten Rocket-Chip als Tape-Out zu haben. Das heißt, sie haben tatsächlich mal Silikon gebastelt und dann haben sie angefangen, das Ganze im Linux-Kernel zu implementieren. Und das lief dann auch 2013 schon. Also der erste RISC-V-Port vom Linux-Kernel lief 2013 auch schon auf Silikon. Und Silizium. Auf Silizium. Ah, sorry, ja, auf Silizium. Silicon, ja. Auf Silizium. Und 2014 gab es dann die erste Version 2.0 und da gibt es so eine kleine Zahlenreihe hinten dran, also irgendwie so IMAFT, da erzähle ich später noch was zu. Das ist so die Spezifikation, die man braucht, wenn man so eine General-Purpose-CPU haben möchte. Und 2015 haben sie sich dann gedacht, okay, wir machen da jetzt eine Foundation draus, dann können andere Leute bei uns Mitglied werden, können so unsere Sachen frei verwenden und auch ihre eigenen Ideen mit einbringen. Deswegen gibt es jetzt die RISC-V Foundation. Und ganz zum Schluss haben wir halt die letzten Versionen von 2017 von den beiden Specs. Wichtig ist, dass die Privileged ISA im Moment noch im Draft-Status ist. Das heißt, da können sich durchaus noch Dinge dran ändern. Man geht davon aus, dass sich nicht mehr viel ändert, weil diese Version 1.10 jetzt die ist, die im Linux-Kernel gemerged wurde. Also mit 4.15 hat man einen Kernel, der kann auf RISC-V booten. Kann noch nicht viel mehr, aber er kann booten und implementiert halt diese Privileged-Level ISA. Von daher geht man davon aus, dass das, oder gehe ich zumindest davon aus, dass sich da nicht mehr wahnsinnig viel ändern wird, auch wenn es noch im Draft-Status ist. Genau. Die RISC-V Foundation standardisiert halt und ist auch für die Promotion oder besser gesagt für das Verbreiten von RISC-V zuständig. Wir heißen, das sind so die, die sagen, RISC-V ist toll, die halten den Vorträge, die bieten Workshops an, in denen man lernen kann, wie man mit RISC-V designt. Und es gibt da verschiedene Membership-Level, wie man das so von Foundations kennt. Man kann irgendwie so Bronze, Silber, Gold, Platinum-Member werden. Jetzt steht da unten noch some Members mit einem Doppelpunkt, da waren mal Bildchen drin. Und die Bildchen habe ich rausgenommen für die Präsentation, damit wir dann tatsächlich auch ein schönes Video rauskriegen. Einige Member unter anderem sind Mellanox, die stellen ganz viel Netzwerk-Hardware her. Nvidia hat eine RISC-V-Lizenz sich gekauft oder wollen RISC-V-Prozessoren herstellen als Co-Prozessoren für ihre Grafikkarten. Mit dabei ist zum Beispiel AMD. AMD hat auch vor, RISC-V-Prozessoren zu bauen. Die einzigen, die interessanterweise von all den größeren nicht dabei sind, also auch IBM und alle größeren Kooperationen, die man so kennt, sind mit dabei. Der einzige, der von den größeren nicht mit dabei ist, ist Intel. Warum nur? Weil es die Aussage von einem Intel-Manager gibt, Intel cannot do anything else than x86. Intel hat ja tatsächlich auch eine ARM-Lizenz, die haben sie irgendwann mal mit eingekauft, aber haben sie nie selbst verwendet. Also Intel hat nicht vor, irgendwie in die Richtung zu gehen. Ja, dann kommen wir zur User-Level-ISA. Und das, wie gesagt, die aktuelle Version ist die Version 2.2. Und bei RISC-V ist es so, dass es immer eine Basis, einen Basisbefehlssatz gibt. Das ist immer der Integer-Befehlssatz. Also es gibt einmal dieses RV hier, steht für RISC-V. Dann gibt es eine Nummer, die kann 32, 64 oder 128 sein. Wobei nur 32 und 64 aktuell spezifiziert sind. Und dann hängt hinten immer ein I dran. Das heißt, wir müssen immer grundsätzlich den Integer-Befehlssatz implementieren. Und dann gibt es Extensions, also Erweiterungen, um dann andere Dinge kostengünstig als Hardware-Befehle zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel Integer-Multiplikation und Division. Wenn ich das also in Hardware implementiere und meine CPU kann das, kann ich ein M mit dranhängen und das meinem Compiler nachher mitgeben und dann kann er optimierten Code dafür erstellen. Auch
nicht mit dabei im Basissatz ist Atomic Multiprocessor Synchronization, also Punkte für Speichersynchronisation. Wenn ich also zwei Prozessoren habe und die wollen auf dieselbe Speicherstelle zugreifen, dann brauche ich Hardware-Primitive, damit ich nachher synchronisieren kann. Also weiß, dass die andere CPU da jetzt nicht reinschreiben darf und ich da jetzt alleine meinen Wert reinlegen kann. Und das ist die Erweiterung A. Und dann gibt es noch FD. Und das ist F ist einmal Single Precision Floating Point, also einfache Gleitkommazahlen, und dann gibt es doppelte Gleitkommazahlen, und es gibt auch noch Q für Quad. Das ist dann vierfache Gleitkommagenauigkeit. Und das sind auch noch nicht alle, alle Extensions, die so existieren. Es gibt zum Beispiel auch noch die Extension C, die steht für Compressed. Es gibt also eine Variante von RISC-V, in der man die Instruktionen zusätzlich nochmal komprimieren kann, ähnlich wie das bei ARM mit dem Thumb Instruction Set gemacht wird. Das hat unter anderem dann den Vorteil, wenn man sich überlegt, dass wenn ich komprimierte Instruktionen verwende, ich ja nochmal mehr Instruktionen in einen bestimmten Speicherbereich reinbekomme. Das heißt, im Idealfall habe ich noch weniger Instruction Cache Misses. Das heißt, wenn ich in meinen Instruktionen durch die Gegend wandere, dann habe ich immer einen bestimmten Bereich um meine aktuelle Instruktion rum im Cache, weil ich weiß, dass das so der Bereich ist, in dem ich häufig hin und her springe. Und mit dem komprimierten Instruktionsset kann es sein, dass da doch noch die Instruktion, die ich haben will, auch im Cache liege und ich nicht erst zum Arbeitsspeicher gehen muss, um die Instruktion nachzuladen. Was auch wieder für eine gewisse Beschleunigung sorgt. Genau, dann gibt es die Privilege Level ISA. Da gibt es auch die Basis und Erweiterung. Zumindest ist es so angedacht. Aktuell ist das so noch nicht in dem Draft wiederzufinden. Und das beschreibt so ganz klassisch Kontroll- und Statusregister. Also in welchem Modus befinde ich mich denn gerade überhaupt und wer hat denn diesen Prozessor überhaupt hergestellt? Und die Privilege Level ISA implementiert dann auch so Dinge wie verschiedene privilegierte Ebenen. Also ganz klassisch bei einem Prozessor in meinem Laptop gibt es auch verschiedene Ebenen. Es gibt einmal den Kernel-Modus, in dem mein Prozessor laufen kann, wo ich tatsächlich auf alle Speicherbereiche zugreifen darf. Und es gibt einen User-Mode, in dem ich laufen kann, wo dann bestimmte Zugriffe auf Speicherbereiche einfach eine Exception auslösen und die dann von meinem Kernel gehandelt werden. Also wenn ich als Applikation in einen Speicherbereich auf einen Speicherbereich zugreifen will, auf den ich nicht zugreifen darf, löst das eine sogenannte Trap aus und dann sagt der Kernel, nee, das darfst du nicht, und löst in meiner User-Applikation zum Beispiel einen Segfault aus. Das darfst du nicht. Lass das. Genau. Und da sind bis jetzt drei Level spezifiziert. Es gibt einmal den Machine Level, das ist das, was alle RISC-V Prozessoren implementieren. Also wenn ich ganz, ganz klassisch einen einfachen Mikrocontroller implementieren will, implementiere ich halt immer das Machine Level. Dann gibt es einen Supervisor-Modus und einen User-Modus. Der Supervisor-Mode wäre dann ganz klassisch für Kernel und User dann für klassische User-Mode-Level. Und den Machine-Modus kann ich dann für meinen Hypervisor benutzen, wenn ich noch Virtualisierung auf dem Prozessor fahren möchte. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Overview. Dann geht es nämlich jetzt weiter mit Shizzle. Shizzle Hardware Description Language. Sie haben beim Design von RISC-V festgestellt, dass so die aktuellen Sachen, die es im Bereich Hardware Description Language gibt, nicht ganz das erfüllen, was sie eigentlich im Kopf hatten. Und zwar sind die aktuellen Hardware Description Languages, sowas wie Verilog oder VHDL, schon ein paar Jahre alt und da lassen sich bestimmte Design-Pattern nicht gut drin abbilden. Und deswegen haben sie angefangen, ihre eigene Hardware Description Language zu implementieren. Und zwar erweitert Shizzle Scala. Ich weiß nicht, ob Scala euch was sagt. Scala arbeitet auch auf der Java Virtual Machine. Genau. Und man hat quasi alle Primitiven von Scala auch in Shizzle zur Verfügung. Hat also sehr viel mehr Möglichkeiten, da verschiedene Design-Pattern zu benutzen, als das bei VHDL und Verilog der Fall war. Shizzle am Ende synthetisiert dann wieder runter auf Verilog. Das heißt, wenn ich das nachher auf einen FPGA aufbringen will, um es da tatsächlich in Hardware laufen zu lassen oder tatsächlich einen Tapeout machen will, um das als eigenen IC von irgendwem herstellen zu lassen, dann brauche ich da Verilog-Code, der fällt am Ende raus. Oder wenn ich das als Simulation einfach auf meinem Rechner laufen lassen möchte, dann kompiliert es oder synthetisiert es runter auf C++. Und das Besondere ist, dass es in Shizzle die Möglichkeit gibt, nicht nur Module zu generieren, sondern man kann auch Generatoren erstellen, die dann wieder die Module erstellen.
Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, oh, viel zu viele Ebenen von Abstraktion, aber das ergibt in bestimmten Design-Patterns schon sehr viel Sinn. Das erkläre ich dann nachher in dem Rocket-Teil. Genau, und zusätzlich halt die volle Flexibilität mit der Scala-Programmiersprache. Eins der Beispiele, die es dafür gibt, ist Diplomacy. Ein ganz klassisches Problem ist, dass man auf einem Chip ganz viel Peripherie hat. Also ich habe irgendwie meine CPU und da hängt so Speicher dran und dann hat die ganz viele periphere Geräte, die irgendwie auch noch an dem Bus mit angeschlossen sein wollen. Wie schließe ich denn jetzt alle meine Geräte an meinem Bus so richtig zusammen, dass all die Bedingungen unter den Geräten richtig erfüllt sind? Und das ist ein ganz klassisches Problem, was sich mit Chisel relativ gut lösen lässt. Man kippt nämlich einfach rein, wie das Protokoll aussehen soll, das nachher die ganzen Geräte untereinander mit verbindet. Für ARM-Prozessoren wäre das zum Beispiel ein AHB. Und sagt ihnen dann, das sind deine Nodes und die haben genau diese Requirements. Also die brauchen irgendwie diese Anschlüsse, um dann zu funktionieren. Und was Diplomacy dann macht, ist daraus einen Graph zu berechnen und zu gucken, ob das überhaupt lösbar ist. Das heißt, man weiß von vornherein, ob die Anzahl an Peripherie, die man da jetzt aufbringen will, auch das erfüllt, was man am Ende haben möchte oder ob es sich überhaupt in Hardware bauen lässt. Und anschließend kann man sich dann diesen Graph nehmen und anhand des Graphen tatsächlich echte Hardware, also in Klammern designte Hardware in Chisel erstellen lassen, mit der ich dann tatsächlich wieder runtersynthetisieren kann und meinen Prozessor testen kann. Und was Diplomacy auch kann, ist verschiedene Busse miteinander verbinden, wenn es weiß, wie die Verbindungen zwischen den einzelnen Bussystemen aussehen. Ja, dann geht es jetzt weiter mit den Implementationen und zwar als erstes mit Spike. Spike war so der erste Befehlssatz-Simulator, den sie gebaut haben und es ist ganz, ganz einfach. Der ist nämlich nur ein funktioneller Simulator für die ganz einfachen RISC-Instructions. Das heißt, sie haben sich diesen Befehlssatz ausgedacht und haben dann einfach einen Simulator geschrieben. Der Simulator tut so ein bisschen so, als wäre echte Hardware. Das heißt, wenn man da tatsächlich seinen GDB mit dranhängen möchte, um durch die einzelnen Instruktionen steppen zu können, muss man dann einen OpenOCD rannehmen und das wieder an das Programm ranhängen und dann an das OpenOCD meinen GDB anschließen und dann kann ich tatsächlich mir angucken, was der Prozessor gerade ausführt. Also so, wie man das auch im Embedded-Bereich machen würde. Wenn ich jetzt so ein echtes Board habe, dann habe ich da nachher einen JTAG-Adapter drauf mit USB-Anschluss, ein OpenOCD, das über den JTAG dann redet und dann schließe ich da meinen GDB dran an. Und das Ganze ist released unter BSD-Lizenz, also ganz klassisch Source. Kann ich mir nehmen, kann ich ändern, muss ich nicht mal zurückgeben. Genau, und dann gibt es Rocket, den Rocket Chip Generator. Das Interessante ist, dass es einmal Rocket als Chip-Generator gibt und dann zusätzlich gibt es noch die Rocket Cores. Wichtig ist, dass der Rocket-Chip-Generator nachher tatsächlich verschiedene Anzahlen an Kernen auf ein Board oder auf ein Layout synthetisieren kann. Das heißt, ich kann Rocket sagen, okay, ich will irgendwie 4 CPUs haben und ungefähr so viel Cache und noch die Peripherie daran. Und was Rocket nachher macht, was ich Rocket eingebe, ist einmal den Generator für den Kern, den ich haben möchte. Dann gebe ich ihm ein den Generator für die Busverbindung dazwischen. Und jetzt ergibt das Ganze mit den Generatoren von Generatoren ja Sinn. Weil es kommt natürlich auf die Anzahl der CPUs drauf an, wie nachher der Generator für meinen Bus aussieht. Weil da ja Informationen zwischen den einzelnen Komponenten fließen müssen. Und wenn ich nachher meinen SRAM generiere und auch meinen Cache generiere, brauche ich auch wieder die Informationen aus den anderen Ebenen. Deswegen ist Rocket ein Generator, der dann wieder als Generator einen Generator für die einzelnen CPU-Cores generiert, einen Generator für den Cache, einen Generator für den SRAM, den ich haben will, einen Generator für die Busverbindung untereinander. Und so lässt sich dann relativ einfach der Kern auch auswechseln. Ich kann also sagen, nee, ich will jetzt keinen Rocket Core, ich will irgendeinen anderen Core da drauf laufen lassen. Mein eigenes Design, das ich mir ausgedacht habe. Und im Moment wurde Rocket auch schon dazu benutzt, verschiedene Prozessoren herzustellen. Es gibt zum Beispiel so einen Raven Vector Prozessor mit DC-DC On-Chip Converters. Das heißt, auf dem Chip selbst sind in Silizium kleine DC-DC Converter aufgebracht, die dann abhängig von der Taktrate tatsächlich immer genau den richtigen Strom liefern. Das heißt,
Ich habe keine externe Stromzufuhr, wie man das von einem klassischen Mainboard kennt, wo ich dann so ein bisschen mit Strom und Spannung variieren kann, sondern ich kann tatsächlich ganz spezifisch an individuelle Komponenten auf dem integrierten Chip so und so viel Spannung und Strom liefern und kann so eine sehr hohe Power-Effizienz auch erzielen. Und zusätzlich gibt es noch einen 45 Nanometer 1,3 GHz Prozessor mit Vektorbeschleunigung. Die haben da den noch nicht fertigen Vektorbefehlssatz mit integriert, also um gleichzeitig mehrere Vektoroperationen auszuführen. Dafür wurde auch Rocket verwendet. Im Moment wird das Ganze maintained von Sci-Five. Sci-Five ist die Firma, die von den RISC-V-Entwicklern gegründet wurde, um da tatsächlich nachher Cores zu verkaufen. Das sind auch die, die jetzt ein Board rausbringen wollen. Da erzähle ich später noch ein bisschen mehr zu. Und wird kontinuierlich von der University of Berkeley, dem Berkeley Architecture Research, mit weiterentwickelt. So, wir haben gerade über den Rocket Chip Generator geredet. Es gibt auch noch Boom. Boom ist die Berkeley Out-of-Order Machine. Und die gibt es mittlerweile in der Version V2 und die implementiert dann Fully Out-of-Order Execution. Das heißt, ich habe tatsächlich nicht nur eine In-Order-Ausführung, sondern eine Out-of-Order-Ausführung. Das heißt, wenn dieser Kern sozusagen eine If-Instruktion findet, dann rechnet er einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Und erst wenn ich weiß, dass ich tatsächlich, wie die If-Instruktion ausgegangen wäre, wähle ich den richtigen Pfad aus und rechne mit dem anschließend weiter über die Branch Prediction. Und Boom implementiert das komplette G-Instruction-Set, das Rocket nicht tut. Das heißt, das Ding kann man tatsächlich benutzen, um darauf in Linux zu starten. Das implementiert alle nötigen Komponenten, um das drauflaufen zu lassen. Implementiert den Branch Predictor, den Branch Target Buffer und Register Renaming. Und wird auch von der UC Bar als Research Core für tatsächlich schnelleres General Purpose Computing entwickelt. Die arbeiten da auch relativ aktiv dran. Gab es letztens wieder ein neues Paper dazu. Genau, und dann gibt es noch Sodor. Ich weiß nicht, wie viele von euch Rechnerstrukturen oder so an der TU Braunschweig mal gehört haben. Es gibt so ganz klassische Architektur, die in der Universität gelehrt wird. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ist nicht MIPS. Hat was gesagt. Harvard? Nee. Dann fällt es mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist Sodor dazu gedacht, dass man dieses ganz klassische Universitätsdesign ersetzen kann. Und zwar durch einen RISC-V-Prozessor. Wodurch sonst, ne? Wenn ich RISC-V dann nachher in der Universität lerne und am Ende dann RISC-V-Prozessoren designe, passt das ja ganz gut zusammen. Kenne ich schon mal so die Basisgrundzüge. Und Sodor implementiert so multiple Entwicklungsstufen der Prozessorentwicklung. Das heißt, die erste Stufe ist so ganz klassisch, ungefähr so wie Spike. Ich nehme also irgendwie meinen Befehlssatz, implementiere so die Instruktionen, führe die so aus. Da ist noch nicht viel Optimierung drin. Die zweite Ebene implementiert dann Pipelining. Das heißt, wenn ich zwei Instruktionen habe und die eine Instruktion braucht einen Wert aus der anderen Instruktion, dann muss ich eigentlich warten, bis sie zu Ende gelaufen ist. Außer ich habe eine Pipeline und kann den Wert direkt in die nächste Instruktion schieben. Ich habe einen bestimmten Ablauf. Ich muss erst die Instruktion dekodieren und so weiter und so fort. Genau, die dritte Entwicklungsstufe implementiert dann Princeton und Harvard Architekturen mit sequenziellem Speicher. Princeton wäre dann mit separiertem... Nee, Moment. Princeton ist Speicher und... Also Befehlsspeicher und mein Datenspeicher sind eins. Und Harvard-Architektur wäre separater Befehlsspeicher und separater Datenspeicher. Genau. Und in der fünften Stufe kann man dann zwischen fully interlocked und fully bypassed toggeln. Wenn man das Pipelining macht, kann es nämlich sein, dass man Hazards hat und diese Hazards muss man vermeiden. Und dazu gibt es halt diese zwei Möglichkeiten. So kann man ein bisschen spielen, was ist denn bei welchem Instruktionsablauf effizienter. Also, wenn ich das in der Universität habe, ist das ganz praktisch, wenn man das tatsächlich in einem Labor sehen kann. Und das wird auch aktiv von der University of California, Berkeley, benutzt, um das Studenten beizubringen. Die haben da ganz aktuelle Labore zu und da lernt man das.
Ja, dann zurück zum Overview. Kommen wir jetzt zum Linux und der Softwareunterstützung, die wir da gerade haben. Genau, also erstens Kernel. Linux-Support gibt es jetzt in 4.15. Die Folie ist noch alt. Mittlerweile ist 4.15 draußen. Und 4.15 hat RISC-V-Support. Aber es gibt quasi noch keine Device-Treiber. Also man weiß, dass dieser Kern irgendwie so Linux bootet. Und da fällt auch noch so ein bisschen was raus. Man kann von außen im Debugger sehen, dass er jetzt im Kernel tatsächlich drin ist. Aber es gibt doch keinen Support für die Bus-Systeme zum Beispiel. Weiß nicht, ich kann doch gar keine echten Devices an meinen Kern anschließen. Das ist tatsächlich der Bare-Bones Linux-Support. Also das, so das Mindeste, was man braucht. Und es gibt jetzt zusätzlichen Support wieder in 4.16. Und das wird fast ausschließlich von Sci5 maintained. Also die haben da einen ganz, ganz großen Anteil daran, weil sie auch großes Interesse daran haben, dass Linux nachher auf RISC-V läuft. So, wenn ich einen Kernel habe, dann brauche ich als nächstes einen Compiler, weil ohne Compiler kann ich keinen Kernel bauen. Der Compiler-Support kam tatsächlich weit, weit vor dem Linux-Support, und zwar gibt es seit GCC 7.1 einen RISC-V-Backend. Womit muss man das Linux auch bauen? Genau. Ja. Genau. Und das RISC-V-Backend unterstützt, wie gesagt, die verschiedenen Kombinationen von Instruction-Sets. Also ich kann ihm sagen, du willst jetzt irgendwie Multiplikation in Hardware können. Oder du kannst Floating Point. Und dann kann der Compiler tatsächlich dafür optimierte Varianten ausspucken. Und der GCC-Compiler implementiert jetzt alle Basis-Instruction-Sets. Das sind halt so 32-Bit, 64-Bit Integer Instruction Sets und das 32-Bit Embedded Instruction Set, was noch ein Stückchen kleiner ist, von dem ich, glaube ich, vorhin noch nicht geredet habe, aber das ist eher für Mikrocontroller-Implementationen interessant, also nicht für Linux-Systeme. Und auch da ist es Sci5, die das Ganze maintainen. Das sind, glaube ich, Andrew Waterman und Palmer Devilt als Maintainer-Duo, die sich da um den RISC-V, um das RISC-V-Backend im GCC kümmern. So, dann habe ich einen Compiler, dann habe ich einen Kernel, was brauche ich noch? glibc. Ohne glibc, ohne C-Standard-Library läuft eigentlich so gut wie gar nichts. Und da sieht das letzte Patch-Set schon ganz gut aus. Es ist noch nicht upstream, aber das Patch-Set funktioniert wohl schon. Die letzte Variante war vom Dezember. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob da was Neues war. Ende Januar gab es noch nichts Neues. Mittlerweile könnte das schon wieder sein. Und auch da kann man die glibc wieder individuell für die einzelnen Instruction-Sets optimiert bauen. Will heißen, die glibc gibt dann an den Compiler wieder Hints weiter. Hier kannst du noch was optimieren. Das geht hier einfacher und so weiter und so fort. Und die Patches kommen auch von den Sci5-Jungs, weil die über ihr Venture Capital Funding da ganz viel Arbeit reinstecken können. Weißt du was über Aktivitäten bei LLVM? Ich weiß, dass die LLVM-Leute dran sind, aber das machen nicht die RISC-V-Jungs. Die haben da so ein bisschen ihre Finger mit drin, aber aktuell ist es noch nicht fertig. Aber das ist auch aktiv in Entwicklung. Sie sind da dran. Genau, dann nochmal Overview, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zur Conclusion. Genau, RISC-V ist immer noch sehr, sehr aktiv in der Entwicklung. Man muss sich überlegen, 2010 gab es so die erste Variante davon. Da kannte das noch niemand. Und es gab noch nicht mal Silizium, auf dem irgendwas lief. Und wir sind jetzt 8 Jahre später und 8 Jahre ist für so einen Befehlssatz noch gar keine so lange Zeit. Der Linux-Support geht fix. Also da kommen sie echt schnell und gut voran. Und in absehbarer Zeit wird man dann auch so ein Board von denen kaufen können. Sie haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie für $1,000 dir einen Quad-Core RISC-V 1,5 GHz Prozessor verkaufen wollen. Ab Juni, glaube ich. Und dann kann man das selbst mal laufen lassen. Ich glaube, die ersten sollen schon im März kommen. Also ich stand ja, auf Heise. Ja, genau. Genau, es gibt irgendwie so ein Early Preis. Bird, wo man im März dran kommt. Und Preis stand da nicht $1,000? $1,000 soll es im Juni kosten. Es kann sein, dass die Early Birds dann teurer sind. Mit 8 GB RAM und 1 Gigabit Ethernet. Genau. Und es gibt halt mehrere größere Corporations, die jetzt anfangen, ihre Chips umzustellen. Zum Beispiel hat Western Digital gesagt, dass ihre ganzen Festplattenprozessoren auf absehbare Zeit auf RISC-V umgestellt werden. Was sich das für die einfach lohnt. Weil ich weiß gar nicht, ob sie da im Moment eigene Cores verwenden, aber wahrscheinlich benutzen sie ARM-Cores und haben tatsächlich keine Lust mehr, die Lizenz für die ARM, für den ARM-Befehlssatz zu zahlen. Und auch Nvidia hat gesagt, dass sie für ihre Co-Prozessoren auf den Grafikkarten das umsetzen wollen. Genau. Dann kommen wir jetzt zur letzten Slide und das sind die ganzen Fragen, die ihr mir jetzt stellen dürft.
Ja. Du hast einerseits gesagt, die ganze Permissions ISA ist noch gar nicht fertig, also für Verweisung dieser. Gleichzeitig sagst du, mach ein Linux-Booten. Wie macht das dann? Also die Spezifikation ist noch nicht fest. Die Spezifikation ist halt noch im Draft-Zustand. Aber genau diese Draft-Zustand-Spezifikation haben sie halt in ihrem Core implementiert. Okay, und jetzt auch einfach in den Linux-Kernel implementiert, genau. Das ist wahrscheinlich auch so ein Hen-und-Ei-Problem. Du willst dann ja wahrscheinlich die Spezifikation erstmal ausprobieren und dann nochmal genau fixen und so. Das ist auch dieses Henne-Ei-Problem siehst du auch ganz eindeutig bei der Entwicklung des Befehlssatzes, weil du brauchst an irgendeinem Punkt doch so ein bisschen Silizium, um testen zu können, ob es jetzt so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast und ob es tatsächlich schnell genug ist und wo du noch Optimierungspotenzial offen hast, vielleicht auch im Befehlssatz-Spezifikationsbereich. Und deswegen sieht es auch so ein bisschen so aus, als würden die größeren Kooperationen da so ein bisschen zögern, weil sie dann doch wollen, dass die Spezifikation schon eher ausgereift ist und dann vielleicht doch das Silizium nochmal ein Jahr nach hinten verschieben und sagen, na, warten wir nochmal, dass die Spezifikation besser aussieht. Von daher, ja. Und deswegen ist es ja auch gut, dass Sci-Five tatsächlich anfängt, da jetzt Prozessoren rauszubringen, weil sie dann sagen können, guck mal, wir haben Silizium, da läuft das drauf, das funktioniert. Ja, und dann können sie auf der anderen Seite wieder hingehen und an der Spezifikation weiter optimieren. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Ja? Ist schon bekannt, ob die auch anfänglich gegen Spectre oder Meltdown sind? Haha, es gibt ein offizielles Release, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch beantwortet, als mir in der Uni die Frage gestellt wurde. Es gibt ein offizielles Statement von der RISC-V Foundation: There are no released RISC-V processes vulnerable to Spectre or Meltdown. Ja, natürlich gibt es keine, die offiziell released sind, weil der eine Kern, den sie selbst rausgebracht haben, der ist so 32-Bit in Order. Ne? Da passiert nichts mit Spectre oder Meltdown und sonst gibt es halt nichts. Ja. Deswegen kann man da auch nicht vulnerable sein. Ich weiß, dass es innerhalb der RISC-V-Community durchaus Diskussionen gab, ob man da auf der Spezifikationsebene noch was ändern muss. Eigentlich ist es ein Hardware-Problem und kein Problem der Befehlssatzspezifikation, aber man hat sich da durchaus drüber unterhalten, ob man da in der Spezifikation vielleicht nochmal eindeutiger werden sollte, was das angeht. Ja? Ja, es war die ISAs von, also Intel-Prozessoren, die haben ja einerseits einen Befehlssatz und haben sie auch so irgendwie 17.000 andere Sachen, sowas wie Page-Tables zum Beispiel, was auch alles irgendwie zu einem Prozessor zugehört, irgendwie spezifiziert ist. Ja. Wie ist denn das bei den RISC-V? Ist das jetzt erstmal quasi wirklich nur so ein Kernkern oder ist da auch schon so ganz viel, so zum Beispiel wie Page-Tables und so spezifiziert? Das ist da auch schon alles mit drin, ja. Genau. Du kriegst auch die Anzahl der Register vorgegeben. Also RISC-V hat einfach von Haus aus 32 Register. Da kommst du nicht drum rum. Und wieso ist das jetzt genug? Durch empirisches Ausprobieren hat man herausgefunden, dass 32 also es gibt halt genug Architekturen, die mehr Register haben als x86, die in bestimmten Bereichen tatsächlich effizienteren Code generieren, als das bei x86 der Fall ist, wo ich dann tatsächlich einfach in den Instruktionen sehe, dass die auf den Stack fallen, was dann vielleicht auf den Intel-Prozessoren nicht mehr ist, was am Ende passiert. Weil was Intel ja macht, ist diese ganzen x86-Instruktionen nehmen, durch einen Decoder schieben und dann fällt da auch nachher ein RISC-Instruction-Set raus. Jetzt nichts, was irgendwie spezifiziert wäre, das ist ihr internes Modell von dem Code, aber die haben ja auch keinen Core, der tatsächlich genau diese Instruktionen ausführen würde. Kleine Anmerkung vielleicht noch, das Cross-Tool NG, also Next Generation Projekt für Cross-Compiler-Toolchains, die haben im nächsten Release wahrscheinlich auch RISC-V Support mit an Bord. Also gibt es jetzt schon eine Master-Branch im Git, aber ist noch nicht so ganz fertig. Das heißt, kannst du dann auf dem PC auch RISC-V dann bauen. Oder auf jeder anderen Kiste. Keine weitere Frage.